Willkommen zurück, Oberstufenschüler, hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach. Heute haben wir einen besonderen Gast mit auf dem Kanal, und zwar Miss Aljana. Ich denke, der ein oder andere wird sie von ihrem eigenen YouTube-Kanal kennen, gerade wenn es so um Lernen geht, früher auch viel Abi-Tipps oder jetzt auch eben um Studium. Hast du einiges an Bekanntheit, und wir werden heute im Prinzip über zwei bis drei Sachen sprechen. Zum einen über ihre eigene Oberstufenzeit, was sie da euch so an Tipps mit auf den Weg geben kann. Aljana hat selbst ja ein Abi von 1,7, was jetzt auch nicht jeder schafft. Und natürlich auch über die Zeit danach ein bisschen sprechen und dann jetzt vor allem auch ein paar Einblicke in dein Jurastudium geben. Das heißt, stelle ich gerne einmal kurz für alle vor. Yes, hi, ich bin Aljana und ich studiere gerade Jura im ersten Semester. Also ich bin jetzt gerade einen Monat dabei. Ich habe 2018 Abi gemacht und ja, ich verbringe so meine Freizeit, beziehungsweise mein Nebenjob ist auch YouTube-Videos zu drehen zu Organisationen, beziehungsweise momentan hauptsächlich zu Vlogs aus dem Studium und aus dem ganzen Leben als Student. Und ich habe auch vor ein, zwei Jahren dann diese ganzen Abitur-Videos gemacht und euch durch die Oberstufenzeit mitgenommen. Yes, sehr cool. Genau, und da würde ich eben auch gleich schon anknüpfen. Was würdest du sagen, wenn du einfach einmal so allgemein, so freischnauze raus, einfach deiner Oberstufenzeit eine Schulnote geben würdest, was würdest du dem geben? Also ich würde ihm so eine 2- bis 3+ so geben. Also es war schon ziemlich durchwachsen. Es war jetzt nicht so unbedingt die beste Zeit. Aber also es war mal gut, mal wenn sich das mal ausgezahlt hat, wenn man gelernt hat und eine gute Note bekommen hat. Oder ein paar Unterrichtsfächer waren auch ganz cool, weil die Lehrer cool waren. Allerdings war auf der anderen Seite aber auch irgendwie viel unnötiges Drama und Streitereien mit Mitschülern und dann auch mal blöde Noten, obwohl man viel gelernt hat und so. Also ein bisschen stressig alles, so, deswegen würde ich das so 2-, 3+. Das heißt, für diejenigen, die, sag ich jetzt mal, 9., 10., 11. Klasse sind, quasi je nach Bundesland und Schulsystem, quasi am Anfang der Oberstufe, was würdest du denen, sage ich so, am meisten mitgeben, gerade wenn man vielleicht auch sagt, okay, ich will vielleicht auch ein 1er-Abi schaffen und vielleicht auch noch die Zeit währenddessen genießen? Also rückblickend, was ich glaube ich auch anders gemacht hätte am Lernen, ich hätte viel mehr Zeit darin investiert, an meinem roten Faden zu arbeiten, der mich halt durchs Abi führen soll. Also einen Überblick über die Themen und so, dass man wirklich nach jeder Unterrichtsstunde weiß, wo bin ich gerade und was kommt noch auf mich zu. Weil manchmal hat man sich so versteift und war so tief drin in irgendwelchen Themengebieten, dass man gar nicht so richtig mehr wusste, wo man ist. Und dann war man im Abi ein bisschen durcheinander in den Prüfungen. Und ich hätte weniger Zeit darauf gegeben, meine Lernzettel optisch hübsch zu machen. Also dieses ganze Farben und super hübsche Kalligrafieren und so, das bringt einfach nichts, weil man irgendwann halt merkt, nach so 1, 2, 3 Stunden Lernzettel schreiben, arbeitet das Gehirn nicht mehr aktiv mit. Und deswegen dieses aktive Lernen, Anwenden und so, das hätte ich anders gemacht. Da mehr Zeit und in diese anderen Sachen weniger Zeit reinstecken. Cool, dass du das auch mal sagst, weil ich habe das nie gemacht, ich war immer so voll der Schlamper, weil ich immer zusammengesucht, ich muss immer meine Teilnehmer überzeugen, so, es bringt nichts. Das sieht so schön aus. Ja. Ich werde Ihnen einfach diesen Videoausschnitt zeigen. Das heißt, was würdest du sagen, du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten, was war für dich ansonsten vielleicht so die Sachen, die du vielleicht am meisten aus deiner Oberstufenzeit bereust? Jetzt rein lerntechnisch nur, oder? Oder auch allgemein, vielleicht auch auf sozialer Ebene? Was ich so als Tipp geben könnte, ist einfach, dass man sich bewusst macht, dass die Abiturprüfungen die am wenigsten schlimmsten Prüfungen im Leben sind. Also das soll jetzt keine Angst vorm Leben machen, so, aber alles andere, was im Leben kommt, wird noch viel, viel schlimmer. Und das soll einfach nur verdeutlichen, dass man sich jetzt wirklich ein bisschen beruhigen kann, damit man ein bisschen ruhiger das Ganze angeht und nicht so super nervös vor allem ist. Weil im Studium wird es schlimmer, im allgemeinen Leben, die ganzen Life-Lessons, die kommen, werden noch härter werden. Also ist das Abitur nur wie so eine Vorstufe und deswegen kann man da entspannt rangehen. Ja. Und für diejenigen, die, sag ich mal, jetzt an dem Zeitpunkt, mal bitte nicht mehr lange dauern, bis das Video auch online geht, was würdest du sagen, ist jetzt für die, ich meine, jetzt haben wir November, das ist eben im November noch online geht, jetzt haben die noch 3 Monate, 6 Monate, vielleicht diejenigen, die jetzt, sag ich mal, in ihrem letzten Jahr sind, was würdest du sagen, hast du da, weil es macht ja doch mal von den Noten wahnsinnig viel aus, du sagst, es ist entspannt, aber es macht ja trotzdem wahnsinnig viel aus, was war für dich da vielleicht so der größte Fehler, den du in der Zeit gemacht hast, oder was ist auch so der Punkt, wo du sagst, darauf sollte man achten, um das eben auch möglichst gut hinzubekommen? Also was ich noch machen würde jetzt, ist glaube ich auch so ein bisschen Vor-Abi-Phase und so, also dass diese ganzen Vorprüfungen kommen, dass man wirklich lässt, egal wie wenig Zeit man so hat, dieses mit dem Bulimie-Lernen. Also dass man halt, egal wie viele Leute sagen das immer und wenden es dann halt nicht an, aber wirklich, dass man lieber
selbst wenn die Prüfungen noch ganz weit weg sind, sich jeden Tag ein bisschen ransetzt, als vor den Prüfungen 3 Tage ganz extrem, weil dann hat man es bis zum Abi wieder vergessen. Und das ist halt nicht so ganz nachhaltig. Und wie gesagt, wenn man dann anfängt zu lernen, dass man dann trotzdem immer wieder guckt, was lerne ich hier eigentlich gerade? Und selbst wenn man nicht alles lernen muss für diese Prüfung gerade, dass man guckt, in welchem Teilgebiet sind wir gerade und wie spielt das dann eine Rolle oder wie ist das verknüpft in diesem ganzen, in der ganzen Abiturprüfung dann. Ja, sehr cool. Gut, das heißt, was würdest du sagen, war für dich auch so der Punkt, der vielleicht am meisten ausgemacht hat, dass du dann im Endeffekt auch auf den Einsatz gekommen bist? Dass ich von Anfang an gelernt habe, also dass ich jede Prüfung richtig ernst genommen habe. Also mein Einsatzschnitt kam eigentlich nicht durch die Abi-Prüfungen, weil meine Abi-Prüfungen liefen nicht so gut. Es war eher, dass es kam durch die 2 Jahre, wo ich gute Noten gesammelt habe. Also klar, sie liefen gut, so die Abi-Prüfungen, die zählen ja auch viel. Aber ein paar liefen definitiv nicht so gut, wie meine Prüfungen, Einzelprüfungen davor liefen. Das heißt, ruht euch nicht aus am Anfang, sondern die 2 Jahre einfach konstant mitmachen, konstant gute Noten sammeln und dann, egal wie das Abitur läuft, man kommt so oder so durch. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwie Angst haben braucht, sondern man hat halt schon einen guten Puffer so von den 2 Jahren davor. Ja, mega cool. Yes, und dann war ja, denke ich, für dich auch, jetzt haben wir quasi die Oberstufe und Abi so ein bisschen abgehakt, aber dann war ja für dich auch, denke ich, die Zeit nach dem Abi, direkt in dem ersten Jahr, denke ich, auch sehr, sehr turbulent. Ja. Ich weiß, willst du darauf eingehen, was du da gemacht hast? Klar. Also ich dachte zuerst, ich studiere nie. Also ich dachte halt wirklich, also es war halt so, kam so mit meinen ganz allgemeinen Zukunftsgedanken, was ich machen möchte später, dass es einfach in dem Moment am besten gepasst hat, dass ich gesagt habe, ich nehme eine Möglichkeit wahr und ich habe mich auf einen Job beworben. Dadurch, dass ich halt meinen YouTube-Channel und so hatte, habe ich halt einen Job bekommen als Social Media Managerin. Und da dachte ich halt, das wird so meine Chance sein, da werde ich mich dann hocharbeiten und das wird dann das sein, was ich machen kann, ohne dass ich studiere. Aber letztlich ist halt das ganze Leben einfach nur ein Prozess von, dass du dich weiterentwickelst und dass man selbst für sich Erkenntnisse macht, was will ich machen, was will ich nicht machen. Und das ist gerade so auf Hochtouren in den Phasen zwischen 17, 18, 19, 20 Jahren. Und deswegen finde ich es auch gut, dass die Leute jetzt ein Jahr länger immer Abi machen. Einfach damit man ein bisschen mehr Zeit hat, um sich darüber klar zu werden. Und genau, das habe ich dann halt nach dem Abi gemacht, so circa ein Jahr. Und habe mich dann aber dann doch für das Studium entschieden, weil es sich alles anders entwickelt hat, als ich am Anfang angenommen habe. Aber das ist völlig okay. Man kann Sachen abbrechen, man kann neue Wege einschlagen und das ist alles auch kein Abbruch, sondern einfach nur eine Weiterentwicklung, die dich immer deinem wirklichen Lebenstraum näher bringt. Das heißt, ich denke, für viele ist ja das, was du jetzt gemacht hast, ist jetzt, denke ich, eher untypisch für die meisten. Was ich gemacht habe, auch eher untypisch für die meisten. Ich denke, so, meistens ist ja im Kopf, entweder ich studiere direkt was, ich mache direkt eine Ausbildung oder ein halbes Jahr Australien, so nach dem Motto. Was würdest du Leuten empfehlen, wenn die sagen, okay, ich habe jetzt mein Abi rum oder viele planen ja auch schon 2, 3 Jahre voraus. Was würdest du sagen, ist so für das eine Jahr nach dem Abi aus seiner Perspektive das Wichtigste? Wenn man wirklich nicht weiß, was man machen möchte, dann würde ich sagen, dass nicht unbedingt ein Work and Travel dir helfen wird, rauszufinden, was du machen wirst. Also wenn man das machen will, dann kann man das ja gerne machen. Also das ist ja gut für einen selbst, um über sich selbst was zu lernen. Aber es ist falsch zu denken, dass das einem dann plötzlich irgendwann die Eingebung bringt, was möchte ich mit meinem Leben anfangen. Deswegen, was ich nur empfehlen kann, ist, oder auch die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das Arbeitsleben einfach komplett anders ist, als man sich das vorstellt und dass jeder Beruf dann doch irgendwie anders ist, als man denkt. Und was ich halt empfehlen würde, ist, möglichst viel Erfahrung zu sammeln, aber nicht im Sinne von einfachen Jobs, um Geld zu verdienen, sondern im Sinne von Praktika in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen Bereichen. Einfach, man kann ja jeden Monat ein anderes Praktikum machen oder alle 3 Monate oder so, weil dann merkt man, okay, das ist es nicht, was ich machen will oder das ist es vielleicht gerade dann, was ich machen möchte. Und das bringt einem viel mehr, als irgendwo an der Kasse zu sitzen. Also klar, Geld ist auch wichtig, aber so, um aber rauszufinden. Aber so viel Geld verdient man an der Kasse auch wieder nicht. Ja, ja, genau. Und dann sieht man halt auch, weil wenn man wirklich nur Abitur und Studium, das ist Lernen und man sieht nicht, wie es läuft, wenn man dann fertig ist mit dem Studium und da vorher diese Praktika zu machen, das kann ich halt echt empfehlen. Und jede Erfahrung bringt einen dann wieder näher in diesem Prozess, ja, nein, will ich nicht. Ja, ja. Und das heißt, was war dann für dich jetzt vielleicht nicht, ob auf der beruflichen Sicht irgendwas negativ war, ja, aber was war für dich dann so auch der Punkt,
von da an, du hast gerade auch gesagt, du dachtest eigentlich, du willst nie studieren. Vielleicht geht da noch drauf ein, was hat dir so den Impuls sagen, ich will nach dem Abi nie studieren? Ich dachte, dass ich mich durchschlage in dem Bereich als Selbstständiger. Und das hätte ich, also das hat auch geklappt so und das hat auch so und beziehungsweise ich hatte ja diesen Vollzeitjob und ich dachte, wenn ich mich da hocharbeite, nebenher selbstständig bin, irgendwann reicht vielleicht das Selbstständiger und dann so. Aber ich habe einfach gemerkt, dass erstens der Bereich nicht das ist, worin ich arbeiten will. Also ich möchte, ich mag es, meine eigenen Social Media Sachen zu machen, aber ich mag es nicht, 40, 50 Stunden die Woche das für jemand anderen zu machen, ohne dass ich selbst da so richtig meine Kreativität los werde. Und das hat dann so diesen Prozess angestoßen, dass ich überlegt habe, was will ich dann, wo will ich Vollzeit drin arbeiten, was ist eigentlich die Message, die ich in die Welt loslassen will und welches Studium wäre dann am ehesten geeignet, um die Kompetenz zu erlangen, das halt dann wirklich durchzusetzen. Ja, mega. Das heißt, was ist für dich jetzt auch, jetzt bist du ja im Studium, ich weiß nicht, wie lange bist du jetzt schon? Seit Oktober. Das heißt, was war für dich auch so die Entscheidung zu sagen, Jura zu studieren und nicht irgendwas anderes? Naja, also Jura ist einfach ein Studium, was mir, also was jedem hilft, sich durchzusetzen in dem Rechtssystem, in dem wir leben. Und es hilft einem schlüssig und logisch zu denken. Man lernt halt diese Probleme auf den Grund zu gehen und diese Argumentation und dieses gesellschaftspolitische Allgemeinwissen, was man dafür braucht, dieses Detaildenken und so. Und das bringt mich einfach in jeglicher Form weiter als Mensch, dass ich für mich standhafter werde, durchsetzungsfähiger, argumentativer, besser und das letztendlich mir dann auch im Social Media Bereich was bringt, wenn ich so überlege, was möchte ich so ändern oder was möchte ich anstoßen in der Gesellschaft, dass ich auch weiß, wie funktioniert denn die Gesellschaft und was ist denn, also klar, die Leute sagen immer,